Hi zusammen, ich grüße euch. Jo, ich hatte ja heute Morgen nochmal Kontakt mit einer Maklerin, wo die ganze Angelegenheit ein bisschen negativen Beigeschmack hatte. Und dann habe ich einfach mal so spontan, wie ich bin, einfach mal eine Story erstellt und euch gefragt, ob ihr da mal hören wollt, wie es eigentlich nicht laufen sollte. Und das war recht eindeutig. Also über 80 Leute schon innerhalb ein, zwei Stunden, die sich für diese Geschichte interessieren. Und deswegen möchte ich euch jetzt, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, einfach mal so einen Abriss darüber geben, wie das Ganze gelaufen ist. Und liebe Makler, wie ihr das besser nicht machen solltet, wenn ihr euch seriös darstellen wollt, dann solltet ihr so nicht vorgehen. Und zwar gab es mal in einer Facebook-Gruppe, also oder vielleicht vorher mal klarstellen, ich habe bisher mehr Objekte von Maklern gekauft wie von Privat. Also ich bin nicht gegen Makler, ne, um Gottes Willen. Sehr, sehr häufig bringen die Makler auch die Leute mal auf den, also die privaten Verkäufer dann auch auf den Boden der Tatsachen, weil die ja teilweise utopische Vorstellungen haben. Das mal vorweggeschickt. Aber es gab mal Anfang Mai, ziemlich am 1. oder 2. Mai war das, ein Post in einer Gruppe in Facebook bezüglich eines Mehrfamilienhauses hier bei uns in der Region. Auf einem Kaff, muss man ehrlich dazu sagen, auf einem Dorf. Aber nichtsdestotrotz, weil es nicht so weit von mir weg ist, habe ich mich dann da einfach mal für interessiert, habe auch direkt ein Feedback bekommen. Und wie gesagt, das war Anfang Mai und Mitte Mai hat sich die Dame dann mit ihrem Angebot gemeldet. Ja, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, das ist ein Mehrfamilienhaus, gebaut Ende der 80er, was jetzt erstmal nicht schlecht klingt, aber ist absolut runtergekommen. Also ist wirklich richtig runtergekommen, man sieht es an den Bildern schon. Da wurde nicht viel Geld reingehängt und das Objekt soll verkauft werden, mit dann insgesamt 7 Parteien, aber davon 2 Parteien mit lebenslangem Wohnrecht, zumindest so lang, bis die ältere der beiden Mieter verstirbt, dann nicht wohl das Wohnrecht für beide. Also jeder, der in Immobilien investiert, weiß, dass das schon mal mega uninteressant ist. Die Banken werten sowas dann als Nulleinnahme in dem Bereich. Und ja, ansonsten, sorry, aber das Objekt auch völlig überteuert für den Zustand und für die Lage. Aber gut, jeder, der hier oben in der Region investiert, sieht das auf den ersten Blick, dass das einfach nicht passt. Aber jetzt kommt das Lustige, und das ist genau das, wie ich nicht vorgehen würde als seriöser Makler oder Maklerin, weil wir sind auch nicht blöd, wir lassen uns auch nicht verarschen. Ja, ich bin auch nicht irgendeine alte Oma an der Haustür, der dir sagen kann, hier und jetzt gilt das Angebot. Ja, da stand nämlich drin, aus den ersten Vertriebstätigkeiten liegen uns rund 30 Interessenten und konkrete Kaufangebote vor. Zielsetzung des Verkäufers ist es, kurzfristig eine bindende Zusage an die beste Kaufofferte abzugeben. Ja, während er seinen Espresso in Monaco trinkt, ja, mit der Maklerin vielleicht zusammen, möchte er also eine bindende Zusage an die beste Kaufofferte abgeben. Daher bitten wir Sie um die zeitnahe Zusendung eines indikativen Angebots, spätestens jedoch bis zum 22. Mai. E-Mail ist am 17. gekommen und am 22. sollst du aufgrund der Bilder, aufgrund eines Gutachtens, was dabei liegt und der ihren Zahlen hier, sollst du innerhalb 5 Tagen ein Kaufangebot abgeben. Ja, sind wir hier bei eBay oder was? Dann setz doch bei eBay rein. Startgebot 1 Euro und ab die Luzi. Ja? Bis dahin, und jetzt kommt's, bis dahin garantieren wir den 10 besten Angeboten eine Berücksichtigung im weiteren Prozess. Ja? Also als ich das gelesen habe, mit den Tatsachen, die ich euch eben geschildert habe, Wohnrecht für 2 Wohnungen, Objekt wirklich richtig runtergekommen, Dorflage und so weiter, da habe ich mir natürlich dann gedacht, leck mich, so ungefähr, ja, gebe ich kein Angebot ab, ist uninteressant, 30 Interessenten, die 10 besten kommen in die nächste Bewertung, ja, bin ich hier am Maximiliansplatz in München oder was, oder wie heißt es, Maximiliansplatz, Maximiliansstraße, ihr wisst, was ich meine.
Naja gut, nichtsdestotrotz habe ich dann mal zwei Rückfragen gestellt, die wurden dann auch am 20. beantwortet und am 29. Haben wir dann nochmal telefoniert, weil sie mich über Facebook nochmal angeschrieben hat, wie es denn jetzt aussieht. Dann habe ich mich schon gewundert, ja, ich denke am 22. ist Schluss mit lustig, ja. Gut, haben wir halt nochmal telefoniert, dann habe ich der Dame auch gesagt, hören Sie zu, wenn Sie so eine Mail schicken, dann nehmen Sie mir persönlich die Motivation, überhaupt was zu machen, überhaupt ein Angebot abzugeben. Dann habe ihr dann meine Sicht der Dinge geschildert mit dem Preis und. Naja, dann haben wir uns so vereinbart, das war ja wie gesagt am 29., dass sie den Montag drauf wäre, sie wohl am Objekt, weil sie kommt von weiter weg, ja, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und am 29. wäre sie ja mit Interessenten, nicht am 29., sondern am Montag drauf wäre sie mit Interessenten an dem Objekt. Dann habe ich gesagt, okay, wenn sie dann an dem Objekt sind, klingeln sie mich an, ich hab's nicht so weit, dann komme ich mal rum, hab dann auch nichts mehr gehört. Ja, jetzt am Sonntag um 21.30 Uhr schreibt sie mich über Facebook an, ja, was denn jetzt damit wäre, so nach dem Motto, also freundlich schon formuliert, die Dame war immer freundlich, das möchte ich auch vorweg schicken, so nach dem Motto, ob ich denn schon ein Angebot hätte und so weiter und so fort, eine Preisvorstellung. Dann habe ich ihr halt geschrieben, hey, Moment mal, wir haben doch vereinbart, dass ich sie mir mal anschauen soll, ja. Und lange Rede, kurzer Sinn, haben wir heute Morgen nochmal geschrieben und dann kam von ihr so nach dem Motto die Antwort, dass die Fahrt sich ja nicht lohnt, ja, weil das ja so ein halber Tag flöten geht, wenn sie nicht vorher ein Preisangebot bekommt. Also, Leute, dann nimmt halt keine Objekte an. Wenn ihr dann 2 Stunden oder 1 Stunde Fahrzeit habt, dann nimmt halt keine Objekte an. Was glaubt denn ihr, dass wir Investoren auch hier die Zeit, dass sie bei uns auf den Bäumen wächst oder was? Oder dass wir hier blind Angebote nach irgendwelchen Bildern, Exposés und Gutachten abgeben? Wo sind wir denn hier? Ich hab's eben schon gesagt, wir sind weder in Frankfurt City noch in München. Wir sind hier auf irgendeinem Kaff, ja? Und darüber solltet ihr euch vorher bewusst sein, wenn ihr euch als professionelle Makler darstellen wollt. Aber offensichtlich neu im Geschäft, noch keinen Plan, ja? Aber hier die Investoren dann oder die Käufer unter Druck setzen. Wer solche Mails schreibt, ja, mit 30 Kaufinteressenten und die 10 Besten kommen in die nächste Wertung und alles, ja, der braucht sich nicht wundern, wenn er dann nicht ernst genommen wird. Und ich habe dann der Dame geschrieben, hier, sorry, tut mir leid, ja, bin gerade selber in mehreren Ankaufs- und auch in einem Verkaufsprozess. Ich habe für solche Spielchen keine Zeit. Dann soll es doch einfach einen von denen geben, wo sie schon Kaufzusagen hat. Also was ich euch damit sagen will, Leute, ist, bleibt doch bitte einfach seriös und fair. Geht mit anderen so um, wie ihr auch gern hättet, dass man mit euch umgeht. Egal, ob du Makler bist oder Investor, Verkäufer oder Käufer. Ja, erstmal so ein Fass aufmachen, dass man ja angeblich so viele Interessenten und was weiß ich und Zusagen hat und dann nachher aber ständig angedackelt kommen und fragen, ja, was ist denn? Ey, wir sind ja auch nicht blöd. Ja, also bitte, lasst das, Leute, bleibt seriös. Ich kann es immer nur mich da wiederholen und hört auf mit so einem Scheiß. Egal, ob ihr Coach seid oder Makler oder was auch immer, wir Käufer sind auch nicht dumm. Ja, es mag ein paar Dumme geben, die stehen morgens auf, das sind aber die vorher in irgendeiner Halle gesessen haben und haben sich da beweihräuchern lassen oder betütteln lassen mit irgendeinem Scheiß, ja, aber wer wirklich Ahnung von dem Geschäft hat und auch lange in diesem Geschäft bleibt, der lässt sich auf so einen Scheiß nicht ein und diejenigen, die lange im Geschäft sind, die kaufen auch immer wieder, also ich habe es eben gesagt, ich habe Makler, mit denen arbeite ich zusammen, habe auch schon mehrere Objekte da gekauft, ja. Und wenn ihr euch sowas aufbauen wollt, einen seriösen Kundenstamm, die öfter bei euch kaufen, dann macht so einen Scheiß bitte nicht, ja. Und alle, die jetzt auch in Insta diesen Beitrag von mir sehen und auch im Maklergeschäft sind, weil da sind ja ein paar dabei, die dürfen auch gerne mal ihre Meinung dazu schreiben. Vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht sagen die auch, hey, das ist doch völlig normal, dass man heute aufgrund von Bildern schon Preise abgibt, sonst braucht man gar nicht kommen. Dann sagt mir das bitte. Also ich finde es nicht in Ordnung. Wenn man einen Verkaufsauftrag annimmt, dann muss man auch damit rechnen, dass man ein paar Mal dahin fährt und den Leuten die Hütte auch mal zeigen muss. Ja? Und nicht so nach dem Motto, ich komme nur dahin, wenn der Preis einigermaßen interessant ist. Ja? Das bei einem Objekt, wo 2 von 7 Wohnungen lebenslanges Wohnrecht haben. Es ist 12:30, ich hole mir jetzt was zu essen, ja, irgendein Fastfood-Scheiß, ich wünsche allen Coaches, die gerade ein Filet und eine Antipasti-Platte vorweg, sich die Mittagspause versüßen, guten Appetit und euch, Coaches, Leute, die das schauen, ich weiß nicht, ob ihr jetzt Coaches seid, die hier stalken oder Leute, die sich einfach für mich interessieren oder für meine Beiträge, weil sie auch Investoren sind, wünsche ich mit dem normalen Standardessen, was normale Menschen tagsüber essen, auch einen guten Appetit. Also haut rein, macht's gut.